Sehe ich in der Kamera eigentlich wirklich so rot aus? Also ich habe, glaube ich, auch gestern ein bisschen viel Farbe abbekommen. Ich bin es hier nicht gewohnt. In Australien creme ich mich jeden Tag ein, hier vergesse ich das immer. Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Der August ist rum, so gut wie. Morgen ist der 31. Mein Lesemonat ist auf jeden Fall rum. Und ich habe gestern gerade überlegt, dass ich ja mal ein Quartalslesevideo gedreht habe. Und ja, dachte, quartalsweise reicht vollkommen aus, weil ich im Monat nicht so viel lese. Das war eine sehr starke Fehleinschätzung, denn diesen Monat habe ich sage und schreibe 12 Bücher gelesen, was knapp 4000 Seiten waren. Es fehlten, glaube ich, nur 5, 6 Seiten für die 4000. Und ja, deswegen starten wir gleich mal. Danach kommen die Neuzugänge und mein Currently Reading. Und jetzt geht's mal los mit den Büchern, die ich im August alle gelesen habe und gehört. Das erste Buch war dieses hier. Wer mir folgt, wird es mittlerweile kennen. Ich liebe es. Auf jeden Fall ein Jahreshighlight, vielleicht sogar ein Lebenslese-Highlight. Dazu gibt es ein Video, wenn euch das mehr interessiert, dann schaut da mal vorbei. Geht um Maike Winnemuth, die hat 500.000 Euro bei Wer wird Millionär gewonnen und ist dann ein Jahr lang durch die Welt gereist, jeden Monat in einer anderen Stadt und das ist super, super geschrieben. Ich habe das Buch geliebt. Die nächsten blende ich euch ein, denn ich habe die komplette Zeitenzauber-Trilogie auf Spotify gehört. Dort gibt es die Bücher in der Vollversion, also ungekürzt, und ich habe die Bücher geliebt. Die Zeitenzauber-Trilogie kennen die meisten von Eva Völler vielleicht schon. Es sind ältere Bücher und es geht da um ja, Zeitreise. Allerdings nicht so wie bei der Edelstein-Trilogie, also es ist wirklich was komplett anderes. Super schönes Jugendbuch, was man als Erwachsener aber auch ganz toll lesen oder hören kann. Und ja, den geschichtlichen Hintergrund finde ich toll. Jeder Band spielt in einer anderen Stadt. Zuerst sind wir in Venedig, im zweiten Band ist es Paris und im dritten Band ist es London. Und ja, es ist eine ganz tolle Geschichte. Wer das noch nicht gelesen hat, dann ja, schaut da mal vorbei. Ich glaube, ich habe die auch letztens bei Avell gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ansonsten, wenn ihr Spotify habt, dann könnt ihr die da kostenfrei, ungekürzt hören. Ich verlinke euch immer einen Blogpost zu meinen ja, Spotify-Hörbuchempfehlungen. Da habe ich ganz viel zusammengefasst und in den Kommentaren haben auch Leute noch was dazu geschrieben. Da schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr Spotify habt und gerne Hörbücher hört. Achso, und das große Los hat natürlich 5 Sterne bekommen und die Zeitenzauber-Trilogie hat jedes einzelne Buch von mir auch 5 Sterne bekommen und ja, das war einfach großartig. Das nächste Buch habe ich auf dem Kindle gelesen und zwar war das von Danny R. Wood, Limetten retten in Sydney. Das hatte ich mal in irgendeinem Kindle-Deal entdeckt, das ist schon sehr lange her und jetzt dachte ich mir, vor meiner Australienreise lese ich das. Das klang irgendwie nach einer lustigen Geschichte. Sie war grauselig, es war schrecklich. Ich habe mich wirklich durch das Buch gequält. Warum, weiß ich am Ende auch nicht, warum ich es nicht abgebrochen habe, aber ich breche Bücher ungern ab. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so handhabt. Brecht ihr schnell Bücher ab, wenn ihr merkt, dass sie euch so gar nicht gefallen oder versucht ihr es und hofft es immer noch? Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Auf jeden Fall, Limetten retten in Sydney war einfach platt, total übertrieben, überhaupt nicht realistisch. Also, ich finde, eine Komödie muss jetzt nicht zwingend realistisch sein, aber das war einfach so schlecht und so schlecht vom Schreibstil her. Es hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, ich habe wirklich auch nur einen Stern gegeben, ja. Und kann ich überhaupt nicht empfehlen, auch wenn der Titel ganz witzig klingt. Ich bin erschrocken, dass es dazu sogar Nachfolger gibt. Ich glaube, Trauben, Rauben in Kapstadt oder so. Ich glaube, es spielt auf jeden Fall in Südafrika. Grundsätzlich auch interessant vom Setting her, aber ich werde von diesem Autor nie wieder was lesen. Dann ein Rezensionsexemplar, geht auch wieder um Australien. Das ist von Tim Winton, Insel lebend, mein Australien. Dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch ebenfalls. Hat 3 Sterne bekommen. Nicht, weil es schlecht war, sondern es war nicht so richtig mein Ding. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut das Video. Ich muss es hier ein bisschen kürzer machen, denn wir haben viel vor uns. Hier sind noch ein paar Bücher. Ebenfalls ein Rezensionsexemplar war von Sophie Kinsella, Frag mich nach Sonnenschein. Und dieses Buch hat von mir 5 Sterne bekommen. Ich fand es großartig. Es ist ziemlich dick und es ist total lustig. Es ist herzlich. Ich mag die Charaktere da drin unheimlich gerne. Ich hätte noch weiterlesen können. Die Geschichte ist toll, spannend, interessant. Es wird, obwohl es so ein dicker Schinken ist und eher leichte Lektüre, überhaupt nicht langweilig. Also. Dazu gibt es auch demnächst noch eine Rezension. Ich glaube, die kommt nächste Woche online, denn ja, Rezi-Exemplar. Und 5 Sterne, richtig gut. Ich werde von Sophie Kinsella definitiv nochmal was lesen. Ein Buch, was lange auf meinem Sub war, weil ich es mal irgendwann bei Avell bestellt habe, ist dieses hier von Andrew Norris, Jessicas Geist. Und das fand ich sehr gut. Hat von mir auch 5 Sterne bekommen. Es ist ein relativ dünnes Buch.
Es geht da um einen Jungen, der ein bisschen anders ist und das ja, zeigt das Titelbild auch schon. Er schneidert gerne Kleidung und interessiert sich sehr für Mode. Und dann begegnet er Jessica und Jessica ist ein Geist. Das passiert direkt auf den ersten Seiten und nur er kann sie sehen. Und dann merken sie, dass andere Kinder zum Teil sie auch sehen können und dann entwickelt sich eine Freundschaft. Und ja, sie finden dann auch heraus, warum alle Jessica sehen können. Und das verrate ich nicht, denn auf Goodreads war leider eine Beschreibung. Ich weiß nicht, wo die her war, denn auf Amazon und auch im Klappentext steht dazu nichts. Und bei Goodreads stand eben halt diese Verbindung der Person. Und das war ein mega Spoiler. Ich hätte das Buch noch besser gefunden, wenn ich das nicht gewusst hätte. Deswegen hat es trotzdem 5 Sterne bekommen, weil das Buch kann ja nichts dafür, dass ich mich selbst gespoilert habe mit diesem blöden Goodreads-Text. Den habe ich abändern lassen. Also, ja, das Buch fand ich richtig, richtig gut. Behandelt ein sehr wichtiges Thema. Entschuldigung. Und ja, ich finde es auch sehr, sehr schön. Also, das hat mir auf jeden Fall gefallen. War gut. Ich muss mal schauen, ob der Andrew Norris noch was geschrieben hat. Das würde mich mal interessieren, weil das auch sehr schön geschrieben war. Dieses Buch habe ich von einer lieben Followerin mal zugeschickt bekommen, weil das auf meiner Wishlist war bei Amazon. Und das ist von Sam Savage, Firmin, ein Rattenleben. Da geht es um eine Ratte, aus deren Sicht ist das geschrieben, was ja schon mal ganz witzig ist. Ich finde übrigens das Buch auch richtig cool, weil das hier so angefressen ist. Denn Firmin wird in einem Keller geboren unter einem Bücherladen. Und er ist so klein und ein bisschen kränklich und kommt immer nicht so an die Milch der Mama und ernährt sich von Büchern, bis er dann merkt, dass er das auch lesen kann und liest. Er liest und liest und liest und liest sich so durch die Weltliteratur und erlebt dann auch noch ein paar Sachen und ich fand es sehr gut. Ich glaube, ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Ich muss mal linsen. 3,5, genau. Ich war mir nicht so ganz sicher. Zwischendurch fand ich es ein bisschen langatmig und manchmal... Der Schreibstil hat mich manchmal nicht so ganz gepackt. Ich finde aber die Idee dahinter ganz toll. Und die Bücher, die dort erwähnt werden, eben die Firmin so liest und auf die er Bezug nimmt, weil er eben alle Bücher aus diesem Bücherladen gelesen hat, ja, fand ich ganz spannend. Viele kannte ich, andere nicht. Da muss ich mir noch mal ein bisschen was rausziehen. Und so ein paar Quotes, also Zitate, fand ich ganz schön in dem Buch, die einfach ganz... hübsch sind. Ich schaue mal, ob ich schnell was rauslesen kann, obwohl das Video soll ja nicht so lang werden. Zum Beispiel diesen Satz finde ich ganz schön. Ich glaube immer, alles währt ewig, doch das ist nie der Fall. Tatsächlich existiert alles nur einen Augenblick, außer den Dingen, die wir im Gedächtnis behalten. Ich versuche stets, alles festzuhalten. Ich würde lieber sterben, als zu vergessen. Einen Klassiker habe ich noch gelesen und ich habe auf Instagram das Bild gepostet und dachte erst, dass viele sagen würden, oh, wie furchtbar. Aber ganz, ganz viele finden das auch toll und zwar von Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Ich habe das in der Schule gelesen und ich weiß, dass mich das damals sehr begeistert hat von der Geschichte her, von der Idee und auch von der Umsetzung. Und deswegen hatte ich Lust, das nochmal zu lesen, habe es mir irgendwann dieses Jahr gekauft und habe es jetzt durchgelesen im August. Das ist auch ziemlich dünn, das war an 2 Tagen durchgelesen. Also ich saß 2-mal im Zug und dann war das durch. Und da geht es um ja, den Besuch der alten Dame, um Claire Zacher. Also sie hat einen sehr russischen Namen, sie hat mehrfach geheiratet, ist Multimilliardärin und kommt zurück in ihr altes Dorf. Das Dorf ist ganz arm und hofft natürlich, dass Claire Kohle bringt. Und sie wurde allerdings, als sie damals in dem Dorf lebte, von einem Mann, Ill, das ist ein ganz komischer Name, ja, geschändet in Anführungszeichen. Also sie hatten eine Affäre und dann wurde sie aber aus dem Dorf vertrieben, weil er gesagt hat, das stimmt gar nicht, das Kind ist nicht von ihm und so weiter. Und auf jeden Fall möchte sie sich rächen und bietet dem Dorf 1 Milliarde, ich weiß gar nicht, ob da eine Währung genannt wird, 1 Milliarde, wenn sie Ill töten. Und dann geht es halt los in diesem Dorf. Und ich finde diesen moralischen Aspekt total interessant und wie auch das Dorf damit umgeht. Und also es ist total cool von der Geschichte her. Es ist als Theaterstück geschrieben. Das mag nicht jedermanns Sache sein, aber ich finde, da kann man sich ganz gut vorstellen, wie das Setting und so weiter ist. Es ist auch nicht übertrieben von den Regieanweisungen, die da drin stehen. Also das ist ein richtig cooles Buch. Ihr könnt mir ja in die Kommentare mal schreiben, ob ihr das in der Schule lesen musstet und ob euch das wie mir auch so gut gefallen hat. Das ist nicht so oft der Fall gewesen bei Schulliteratur, ehrlich gesagt. Dann habe ich bei Rizzolian als weiter gehört. Mein Audible-Guthaben ist diesen Monat für Der Meister draufgegangen und zwar von Tess Gerritsen, die Rizzolian Isles-Reihe, kennen die meisten ja vielleicht. Das ist der zweite Teil, den ersten habe ich auf dem Kindle gelesen und den zweiten, ja, habe ich mir bei Audible geholt und gehört
und fand ihn auch sehr gut. Hat von mir allerdings, also die Story, den Kriminalfall fand ich gut, hat von mir trotzdem nur 3 Sterne bekommen, weil ich die Charaktere da drin einfach nicht so mag. Ich liebe die in der TV-Serie und ich glaube, vielleicht hat er auch 4 Sterne bekommen. Nee, es hat wirklich nur 3 Sterne. Ja, ist auch, ja, vom Gefühl her passt das auch. Rizzoli ist okay, Iles kommt mir zu wenig, immer noch zu wenig vor, immerhin ist sie jetzt mal dabei, im ersten Band war sie ja noch gar nicht dabei, ist vom Charakter aber irgendwie ganz anders als in der Serie, ich hoffe, das gibt sich irgendwie noch, dass die beiden mehr zusammenarbeiten und sich das dann so entwickelt wie in der Serie, aber auch den Partner von Rizzoli, mit dem sie in dem Fall zusammenarbeitet, Corsack, genau. Den finde ich in der Serie so toll und so sympathisch und der ist so ein Antityp in diesen Büchern. Da hatte ich echt meine Probleme mit. Der Fall war super. Ja, ich werde weiter hören. Band 3 habe ich mir jetzt nämlich auch über Audible geholt, um ihn zu hören. Schwierig. Ich bin gespannt. Also ja, ich schaue mal, wie es weitergeht. Es sind ja 11 Bände. Ich habe da noch was vor mir. Und das letzte Buch war auch eine Reihe und zwar von Ethan Cross, die Shepherd-Reihe. Da habe ich Band 3 auf dem Kindle gelesen. Ich bin die Nacht, ich bin die Angst, sind die ersten beiden. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich bin der Schmerz. Habe ich gelesen, fand ich richtig gut. Ich habe dann auch nochmal geguckt, warum ich so eine lange Pause zwischen dem zweiten und jetzt dritten Band hatte. Der zweite hatte mir nämlich gar nicht gefallen. Der dritte wiederum hat mir richtig gut gefallen. Es geht wieder um, tja, Markus' Familie, könnte man sagen. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil es ist ein dritter Band. Es ist sehr fortlaufend von der Grundstory her. Ich finde, das Buch war richtig gut. Es war super spannend, es war krank, es ging temporeich vonstatten. Die Kapitel sind kurz, man ist ständig am Weiterlesen und noch eins und noch eins und weiter. Und die Szenen wechseln. Also Ethan Cross hat da eine ziemlich coole Reihe geschaffen und ich freue mich auf den vierten Band. Den habe ich nämlich auch schon runtergeladen. Das waren also meine 12 gelesenen und gehörten Bücher im August. Jetzt könnte man sagen, Mensch, da hast du dein Sub ja richtig gut abgearbeitet. Nun ja, nicht so wirklich, denn ich habe leider auch Bücher gekauft, zugeschickt bekommen, gratis bekommen. Es waren immerhin 11. Also das Sub ist um ein Buch geschrumpft. Ich habe auch ein bisschen ausgemistet, also ich habe jetzt ein aktuelles Sub von 119 Büchern. Nun gut. Ich habe jetzt 4 Monate Zeit, kein Buch zu kaufen. Wobei mir dann eingefallen ist, dass ich über den Kindle ja auch Bücher kaufen kann, aber bis auf den Fitzek habe ich jetzt nichts so Dringendes. Ich möchte wirklich mein Kindle-Sub auch mal runtergelesen bekommen. Ich habe natürlich jetzt im August sehr, sehr viele richtige Bücher gelesen, weil ich die 4 Monate lang nicht zur Verfügung habe. Ja, Laberababer, es geht zu den Neuzugängen. Ich bin im August 2-mal mit der Bahn verreist und ich muss immer in Harburg umsteigen, wenn ich meine Eltern besuche. Und da ist ein kleiner Kiosk und die haben so ein Mängelexemplarstand vor, ja, ihrem Laden. Gefährlich. Ich habe zugeschlagen. 2 Bücher. Zum einen von Markus Heitz. Ära? Die Rückkehr der Götter. Von Markus Heitz habe ich bei Isa das erste Mal gehört und ich wollte eigentlich das Teufels Gebetsbuch mal lesen, denn darüber hatte sie auch ein Video gemacht und hat auch Markus Heitz getroffen und ein Interview geführt. Fand ich super sympathisch, den guten Mann. Und jetzt habe ich aber dieses eben als Mängelexemplar gesehen und ich fand die Geschichte total interessant, denn es geht hier darum, dass die alten Götter wieder auf die Erde kommen. Es ist das Jahr 2019, also es steht uns noch bevor. Und ja, alle Götter kommen auf die Erde zurück. Odin, Zeus, Manitou, Shiva und so weiter. Und das klingt total interessant, was dann so abgeht. Ja, fand ich ziemlich spannend. Und werde ich natürlich erst nächstes Jahr lesen können. Ist auch ein ziemlich dicker Schinken. Aber da freue ich mich drauf. Und ich finde das Cover eigentlich auch ganz schön. Also das ist hier auch so ein bisschen strukturiert. Offensichtlich hatte ich eine Phase mit roten Büchern, denn auch dieses Buch ist bei mir eingezogen und zwar von diesem gleichen Mängelexemplarstapel in Harburg. Und ja, ihr könnt euch schon ahnen, es ist grundsätzlich erstmal ein Coverkauf, immer wenn es Sterne regnet, denn ja, ihr seht es. Oh, schön, oder? Und in diesem Buch geht es um Mary, die findet auf einem Trödelmarkt alte Briefe aus den 20er Jahren und zwar Liebesbriefe, die ein Mann an eine Frau geschrieben hat. Und dann versucht sie, mehr über diese Geschichte herauszufinden. Das kann sehr kitschig werden, das kann aber auch sehr schön werden. Ich habe flugs bei Goodreads mal die Bewertungen geschaut, bevor ich es gekauft habe und die waren ganz gut. Und ich kann nicht aufhören, das zu machen. Das ist so schön. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich glaube, jeweils 3 Euro habe ich dafür bezahlt oder knapp 4. Ja,
Und das kann man so schön. Und das werde ich mir nächstes Jahr durchlesen. Ich glaube, das könnte auch ein schönes Winterbuch einfach so werden. Gemütlich auf Sofa und so eine Liebesgeschichte. Und ja, mal gucken. Dann hat meine Leserin ein Kindle-Buch empfohlen. Und zwar von, jetzt muss ich mal, Dima Sales, Die Gedankenleser. Das gab es gratis. Das ist eine Reihe mit 4 Bänden und den ersten Band gab es gratis. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Schaut einfach, wenn euch Bücher interessieren, immer hier unten in die Infobox. Da verlinke ich alle. Also es kann sein, dass der kostenfrei für den Kindle immer noch zu haben ist. Und ja, da geht es um Gedankenleser. Und sie hat so davon geschwärmt, dass ich mir dachte, für lau hole ich mir das mal auf den Kindle und lese das demnächst. Meine Harry Potter Sammlung habe ich auch erweitert, weil ich bei Amazon bestellt habe und noch ein bisschen was brauchte, um kostenfrei den Versand zu haben. Und da habe ich die letzten Male immer bei Harry Potter zugeschlagen. Und es ist der 5. Band, Harry Potter and the Order of the Phoenix. Das ist auch der fetteste, glaube ich. Und ja, wie immer diese wunderschöne Ausgabe, auch rot fällt mir gerade ein. Also ich habe sehr viele rote Bücher gekauft. Ist auf Englisch, möchte ich gerne nächstes Jahr rereaden. Und die anderen Bände stehen im Schrank, sonst standen sie hier auf der Kommode, aber da kommen sie dann auch wieder hin mit meinen kleinen Funkos. Und ja, auch das. Wunderschönes Cover, ich mag die Ausgaben sehr gerne und da freue ich mich nächstes Jahr drauf. Wer den Kindle Newsletter abonniert hat, bekommt hin und wieder, ich glaube einmal im Jahr, alle halbe Jahre, ich glaube einmal im Jahr, also oft ist es nicht, aber hin und wieder bekomme ich eine E-Mail, dass ich mir aus 3 Büchern eins gratis aussuchen kann. Es ist immer sehr gemixt, meistens eine Komödie, ein Thriller und irgendwas anderes. Und dieses Mal habe ich mir ausgesucht von Bernadette Calonengo, Die Bucht des Schweigens. Also ein Thriller, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber ja, für umsonst nehme ich das mal mit. Also ihr seht auch, ich habe auch gespart und viel umsonst und so. Ein Buch, was kein Buch zum Durchlesen so wirklich ist, sondern zum Durcharbeiten, ist dieses hier und ich zeige es trotzdem im Lesemonat, weil das so schön ist. Wer auf Instagram unterwegs ist und da so ein paar Leuten folgt, wird es wahrscheinlich schon gesehen haben, bei mir auch. Ich habe auch dazu einen Post gemacht von Sue und Jasmin Handlettering and Watercolor. Die beiden Mädels folge ich auf Instagram schon eine Weile und ich finde die super sympathisch. Die machen auch tolle Insta-Stories. Die geben in Bonn und Köln auch Workshops zu dem Thema. Wenn die mal nach Hannover kommen, dann bin ich sowas von dabei. Ich finde es ganz toll, was sie machen und sie haben eben ihr erstes Buch rausgebracht und sowas unterstütze ich immer sehr, sehr gerne, wenn ich die Leute online kenne. Und ja, da geht es eben um Handlettering, also Schreiben und Watercolor-Zeichnungen. Und da sind so Infos drin, was man alles braucht. Und was ich halt ganz toll finde, es sind einzelne Projekte drin, wo erklärt wird, wie man die zeichnet. Zum Beispiel solche Bilder hier oder ja, so florale Muster. Und hinten ist auch ein kreatives Schatzkästchen, wo so einzelne Bilder schon abgedruckt sind, man Inspirationen bekommt. Und das ist ein Thema, mit dem möchte ich nächstes Jahr auch ein bisschen spielen und beginnen. Ich habe mir ein paar Sachen auf meine Weihnachtswunschliste gesetzt, also Pinsel, Farben und Papier. Mehr braucht man ja eigentlich nicht. Und möchte gerne mit diesem Buch dann arbeiten und finde das Thema ganz spannend. Und ihr seht im Hintergrund auch dieses Bild. Das ist ein Print von den beiden, den habe ich mir mit dazu bestellt. Es gab nämlich eine Aktion und da hat man einen Print gratis bekommen. Und den finde ich auch total schön. Da steht jetzt Hamburg drunter. Und ja, das würde ich gerne nachzeichnen können. Ich glaube, der Anker ist hier sogar auch drin, bin ich der Meinung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch egal. Das kriegt man dann auch irgendwie hin. Bin ich mir ganz sicher. Nee, der ist nicht drin. Aber ja, wenn ich das durchhabe, dann kann ich so gut watercolorn, dass ich das auch hinbekomme. Um meinen Reihen fortzusetzen, habe ich mir, wie ich eben schon gesagt habe, Ich bin der Zorn von Ethan Cross geholt. Und aktuell höre ich ja den 3. Band von Tess Gerritsen. Dazu gleich im Currently Reading mehr. Bei Audible auch. Den 2. habe ich ja gehört, den 3. höre ich jetzt. Und den 4. gab es nämlich im Kindle-Deal und da habe ich zugeschlagen für 5 €. Und zwar Schwesternmord heißt der 4. Also ich habe bei Tess Gerritsen jetzt noch gut was abzuarbeiten und bin gespannt. Und dann kommen wir jetzt noch zu 3 Rezi-Exemplaren, von denen ich eigentlich dachte, sie kommen erst später und jetzt waren sie doch schon im August da und deswegen zeige ich euch sie. Gelesen werden sie erst nächstes Jahr. Da haben wir von Stefanie Quitterer einmal Hausbesuche, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte. Ich fand, die Story klang irgendwie total cool. Und zwar geht es ja um Stefanie, die eben ja, Hausbesuche macht. Sie ist, glaube ich, in der Elternzeit und möchte ihre Nachbarschaft näher kennenlernen und backt jeden Tag oder ja, backt immer einen Kuchen
und klingelt dann bei irgendeinem der Nachbarn um sie rum und ja, möchte sie kennenlernen. Und was ich ganz süß finde, ist, dass am Anfang jedes Kapitels auch ein Rezept drin ist von dem Kuchen, um den es geht. Hier ist zum Beispiel eine Sachertorte. Finde ich ganz witzig. Und ich glaube, das ist eine nette Lektüre. Also ich stelle mir das auf jeden Fall gut vor, wenn es locker flockig geschrieben ist. Ja, da bin ich gespannt. Werde ich, denke ich mal, relativ zeitnah im Januar lesen, weil es mich echt interessiert. Auch ein Rezensionsexemplar ist New York, der Fashion und Lifestyle Guide. Es ist ein wunderschönes Buch. Etwas, was man schnell durchgelesen hat, aber eher etwas zum zwischendurch mal reinblättern. Vielleicht auch eine Art Coffee Table Book, auch wenn es kleiner ist. Ganz wunderschöne Illustrationen, allein schon die wie nennt man das eigentlich? Die Innenseite des Buches. Und ja, es ist unterteilt in unterwegs, Shopping, Übernachten, Essen und Trinken und der Anhang. Und das sind immer so, sind wir beim Shopping zum Beispiel, Jeffrey in New York. Wunderschöne Zeichnung und ein paar Texte auch dazu. Oh, ich glaube, hier war Tiffany. Ja, Tiffany & Co. Love it. Ja, ganz, ganz schöne Zeichnung und ihr wisst, ich bin totaler New York-Lover und deswegen musste ich das haben. Und es hat auch so einen pinken Buchschnitt, ich finde den total schön. Also ich glaube, es ist ein ganz tolles Geschenk, also wenn ihr was für Weihnachten sucht für New York-Lover, dann schaut euch das mal an. Ich glaube, das ist echt gut. Es kostet 16,95 €, also für so ein sehr gebundenes, sehr gut gebundenes Hardcover mit wunderschönen Zeichnungen. Ja. Und das letzte Buch ist auch ein New York Buch. New York zu verschenken von Anna Pfeffer. Ich glaube, ich habe ein anderes Buch von Anna Pfeffer auch auf dem Sub. Aber dieses hier, ich bin nicht so der Pink-Fan, aber so als Buch finde ich es ganz witzig. Und da geht es um, wo steht der Name? Anton. Der hat ein Ticket nach New York zu verschenken, weil seine Freundin, glaube ich, ihn verlassen hat. Und er sucht ein Mädchen, was den gleichen Namen hat, online. Und dann ja, findet er auch eine Olivia Lindmann und mit der reist er dann nach New York. Es ist als, das wusste ich vorher nicht, als Chat geschrieben. Also da bin ich mal gespannt, wie mir das so zusagt. Das ist nicht, ja, also es ist mal was ganz anderes, finde ich aber auch ganz spannend. Und ja, habt ihr von Anna Pfeffer schon was gelesen? Also mir fällt gerade nicht das andere Buch ein, was ich glaube ich hier habe. Das ist aber vom Cover her ähnlich. Nur schwarz, bin ich der Meinung. Naja, hier ist übrigens auch ein Burger drauf, das sehe ich jetzt erst. Sehr schön. Das waren also die 11 Neuzugänge. Das Currently Reading können wir schnell abhandeln, das habe ich ja schon vorweggenommen. Ich lese gerade auf dem Kindle Ethan Cross Ich bin der Zorn, der 4. von 5 Bänden, wobei der 5. Band erst im Februar rauskommt. Und Tess Gerritsen Todsünde, das ist der 3. Rizzolian Isles Band, den höre ich auf dem Audible. Den höre ich auf dem Handy, also genau. So sieht es aus. Die nächsten 4 Monate werde ich nur mein Kindle und mein Handy zur Verfügung haben, um Bücher zu hören und zu lesen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es einen Lesemonat September geben wird oder ob ich gar nicht zum Lesen komme oder keine Lust habe. Man weiß es nicht. Ich tendiere aber dazu, dass es einen Lesemonat geben wird. Mal schauen. Neuzugänge gibt es dann nicht, glaube ich. Ich glaube, das Video ist schon sehr lang geworden. Deswegen sabbel ich nicht mehr so lange. Ihr findet alle Infos wie immer in der Infobox. Ich verlinke euch die Rezensionen, die Bücher und jetzt, ja, freue ich mich, dass ihr dabei wart. Ich kann schon nicht mehr reden. Es ist morgens, es ist noch früh am Morgen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Wenn dieses Video online geht, bin ich schon down under. Das ist ein komisches Gefühl, aber ich freue mich. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!